Und damit herzlich willkommen zu meinem Reingeschaut in Palworld und jetzt hier im Stream danach auch gleich Throne in Liberty. Aber auf YouTube wird es dann natürlich zwei separate Videos geben dazu. Und ja, Palworld ist vorgestern für die PS5 rausgekommen. Überraschend nach der, State of Play, genau. Nachts um 12 wurde auf einmal bekannt gegeben, dass an demselben Tag dann Palworld für die PS5 erscheint. Und ja, ich wollte mir das jetzt mal mit euch anschauen. Ich habe es schon mal auf der Xbox gespielt. Also auf der Series X. Und ich habe es aber nicht groß gespielt, weil ich gewartet habe, bis es für die PS5 rauskommt, weil ich bin ja Sony-Anhänger. Also größtenteils spiele ich ja fast nur PlayStation 5. Und ja, ich habe mich auf das Spiel gefreut. Aber in letzter Zeit wurde ja auch bekannt gegeben, dass Nintendo jetzt Palworld verklagt. Und aber das ist ein anderes Thema. Ich bin gespannt, was rauskommt, aber das werden wir ja sehen. Die Zeit wird zeigen. Jetzt schauen wir uns Palworld für die PS5 an. Let's go. Ich bin gespannt. Wer nicht weiß, was das ist eine Art Pokémon mit Survival-Elementen und man kann die wohl mit Maschinengewehren ausrüsten und so. Das ist schon, ja. Schauen wir mal. Ja, wir wollen spielen beginnen. Wir machen eine neue Welt. Keine Ahnung, wie nennen wir die denn? Nennen wir sie Doomsday Island. Island. Zack. Let's go. Mehr Spieler. Ich mache jetzt erstmal alleine. Es kann sein, dass ich dann später vielleicht nochmal mit Venom ein Video mache zu dem Spiel. Wo es dann noch immer ein extra Video nochmal gibt auf YouTube. Aber das seht ihr dann ja. Schwierigkeitsgrad. Das machen wir mal normal. Und los geht's. Bin mal gespannt. Befindet sich übrigens auch immer noch in der Early Access Phase, soweit ich weiß. Mir eigentlich egal, was für einen Charakter ich jetzt nehme. Ich nehme einfach das. So, Körper, alles egal, wir wollen spielen. Let's go. Intro oder so gibt's. Oh, vielleicht doch. Wir sind irgendwo gestrandet. Wie einfallsreich. Die Türme sind der Schlüssel. Die drei erhalten die Wahrheit. Ja, es ist ausgelegt mit bis zu, boah, ich weiß gar nicht, 20 Spieler? Oder 4? Ich weiß es nicht genau. Oben rechts haben wir unser Tutorial, was wir machen sollen. Aktiviere eine Adlerstatue, um Schnellreise freizuschalten. Oh, die Kamera ist aber sehr langsam. Da müssen wir mal kurz auf Option gucken. Stehe ich euch irgendwie im Weg? Ne, ich glaube nicht. Das ist sehr Mausempfindlichkeit. Oh, warte mal. Bin beim Falschen. Hier mache ich mal 5 hoch. Hoffe, das ist okay. Ja, vielleicht ein bisschen zu schnell. Ja, ist ein bisschen zu schnell. Gehen wir mal auf 4 runter. Ja, ist besser. So, wie ihr seht, haben wir eine Ausdauerleiste. Es ähnelt auch ein bisschen Zelda, Breath of the Wild oder Tears of Kingdom. Wenn man es so nehmen will. Springen kann man auch. Das ist, glaube ich, die Statue gewesen. Genau. Sammle herabgefallene Äste und schlage gegen Bäume, um an Holz zu kommen. Hier sitzt einer. Oder eine. Ein Schiffbrüger, jemand, der nicht nach Palz riecht, ist mir länger nicht mehr untergekommen. Diese Insel ist die reinste Hölle. Von denen, die mit herkamen, ist keiner mehr am Leben. Einer nach dem anderen wurden sie von wilden Palz abgemorkst. Ein paar Ressourcen kann ich dir zwar abgeben, aber um hier überleben zu können, musst du dich selbst ranhalten. Er wird mir Holz geben, okay. Aber wir wollen erstmal selbst Holz sammeln. Ich habe damals, also auf der Xbox, wo ich gespielt habe, hier unten angefangen zu bauen. Das würde ich jetzt einfach nochmal machen. Ja, mach schon mal ein Pal. Wie heißt er? Chickypea. So, wir sollen unser Menü öffnen.
Inventar. Es ist auch vergleichbar wie zum Beispiel Ark. Es hat auch im Prinzip fast dasselbe Interface wie Ark, finde ich. Technologien, das kann man alles so freischalten. Dann Pypedia. Ich weiß gar nicht, wie viele gibt es denn? Ich glaube 200 noch was waren es, wo ich es gespielt habe. Wie gesagt, das findet sich immer noch in der Early Access Phase. Also das ist noch nicht fertig. Ne, es sind noch keine 200. 126, okay. Gilde, Option, okay. Ich soll mir den Survival Guide angucken. Wo ist der Survival Guide? Hier. Steuerung. Ja, das lernen wir bei Learning by Doing. So, nach oben machen wir das Baummenü. Wir sollen jetzt erstmal eine primitive Werkbank bauen. Das machen wir doch mal. Das stellen wir mal hier so hin. Viereck. Also auch so eine Besonderheit, wenn man Sachen baut, kann man das schneller machen, indem man die Pals mit dazu holt. Denn die Pals sind, ich will es mal sanft ausdrücken, deine Sklaven. Ne? Also, wenn man will, sag ich mal. Es gibt auch Raids und so. Warte mal, haben wir eigentlich eine Karte? Ja, hier. Ja, gut. Haben wir jetzt natürlich nicht viel freigeschaltet von der Karte. Aber ja. Die ist nicht gerade klein. Öffne den Technologiebildschirm und schalte Pi-Sphäre frei. Das sind sozusagen die Pokebälle. Stelle Pi-Sphäre her. Brauchen wir Stein und Palladium pro Stück. Das ist. Okay, das ist schlagen. Ja, es dauert ein bisschen. Man kann natürlich auch den Server noch ein bisschen einstellen. Das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Und ja, wie gesagt, ist halt normal. Jetzt habe ich vergessen, wie viel Holz ich brauchte. Ah, ne, Holz, Papi, Stein und dreimal Stein. Haben wir doch hier gleich. Ein, zwei sogar. Und hier, Palladium müssen wir jetzt noch finden. Das war hier unten am Wasser, soweit ich weiß. Mal. Da unten ist es. Das heißt, wir rennen mal darüber. Ja, und wie ihr hier seht, wie bei A kann man auch rechts seine Statuswerte erhöhen. Mit Leveln. Werte erhöhen mit R3. Aber ich kann sogar einen geben. Dann nehme ich mal Ausdauer. Bestätigen. Ja, vielleicht doch noch ein bisschen zu hochgestellt. Ja, schauen wir mal. Ja, wir haben halt leider noch keine Werkzeuge, ne? So, jetzt haben wir einmal. Eine Pilebox will ich noch nicht bauen. Geht erstmal dem Tutorial nach. Natürlich sollte man jetzt auch überlegen, ob man sich jetzt schon kauft, weil man weiß halt nicht, was bei der Anklage rauskommt. Was ist denn das hier? Kleine Palseele. Okay. Wie gesagt, kostet 29 Euro. Ist okay der Preis, finde ich. Produktion beginnen. Jetzt können wir uns theoretisch unser erstes Pal fangen. Warum haben wir das nicht? Also ich muss es noch erhalten. Greife einen Pal an, um ihn zu schwächen und wirf dann mit R1 ein Palsphäre. Wie nehmen wir denn zuerst? Wo ist denn hier einer? Hier unten waren welche, gell? Und wie gesagt, es gibt Raid-Bosse und richtige Bosse gibt es, glaube ich, auch. Aber wie gesagt, ich habe auf der Xbox nicht lange gespielt. Wen wollen wir nehmen? Das Schäfchen hier. Lammball.
Wer bist denn du da? Oh! Komm mal her! Hallo! Er will mich verarschen. Ich will dich haben. Oh, R3 sollte man nicht drücken. Nee, Lamball, du musst jetzt. Lamball, was war denn das? Der hat mein Pokémon kaputt gemacht. Das war jetzt das einzige seiner Art. Frech. Das war frech. Ist noch irgendwo so einer? Ja, da gebe ich mich halt mit so einem Lamball zufrieden. Aber er lebt noch. Ja, da kommen wir her, Lamball. Hast du gerade Level 1 erst? Daneben. Probieren wir mal zu fangen. Beginn einer Legende. Jetzt haben wir unser erstes Lamball. Wieso greift denn der mich jetzt an? Der war sogar Level 3. Öffne im Menü den Technologiebildschirm und schalte Pallbox frei. Brauchen wir auch Stein, Holz und Palladium pro Stück. Okay. Gehen wir hier nochmal runter. Brauchen wir noch Steine. Oh, bin ich jetzt lang gelaufen? So, wollen wir mal testen, ob es Fallschaden gibt? Nicht wirklich, oder? Ja, Grafik muss natürlich noch ein bisschen dran gearbeitet werden. Was ist denn das? Ich sehe gerade unten links haben wir auch eine Anzeige für Tag, Nacht und für warm und kalt. Erz kriegst du hier. Okay. Wo war unsere Nahrung? Essen? Da oben rechts. 61 von 100 Essen. Wie essen wir was? Könnt's auch auf die Leiste ziehen, oder? Kleiner Futterbeutel wird benötigt. Wie esse ich das? Dreieck. Okay, verstehe. Ich bin irgendwie ganz anders, als wo ich eigentlich hin wollte. Wie gesagt, es gibt natürlich auch feindselige Pals, die dich sofort angreifen, wenn sie dich sehen. Was haben wir hier? Was bist du? Sammle Liftmunk-Statue, opfere sie einer Statue der Kraft, um dein Geschick beim Fang von Pals zu verbessern. Okay. Wir sollten uns mal Werkzeug herstellen. Würde das, glaube ich, ein bisschen schneller gehen. Ich nehme gleich mal mehr. Komm, nehmen wir noch ein. Gehen wir zurück, kommen wir von hier wieder zurück. Kann man eigentlich schwimmen? Ja, kann man.
Wäre ja auch blöd, wenn nicht, oder? Oh, ich bin ja noch niedriger als vorher. Oh, hier liegt sogar einfach eins auf dem Boden. Ich habe jetzt keine Sphäre mehr. So. So, Steine müssen wir auch noch einsammeln. Aber es läuft gut flüssig, finde ich. Also. Oh, hier liegt sogar einfach mal eine Palsphäre. Interessant. Ziemlich angreifen. Hier laufen ja mehrere von den Feuer-Pokémon, nenne ich jetzt mal, rum. Komm, wir nehmen mal einen mit. Hey. Daneben. So. Und da haben wir unser no zweites. So. Jetzt gehen wir erstmal zum Camp zurück. Da werden wir uns angreifen. Warum? Oh, da drüben ist eine Kiste. Und noch irgendwas. Personalität seine Schiffbrüchigen Tag 2 aufgesammelt. Okay. Ja, es gibt anscheinend auch sammelbare Sachen. Splittergranate. Nee. Wir müssen in die Richtung. Aber ich kann wie bei Zelda auch klettern. Finde ich gut. Es hat auch im Prinzip so eine gewisse Story, aber man schreibt in dem Spiel seine eigene Story. Ich glaube, ein paar Steine brauche ich noch, oder? Ja, die Ausdauer ist noch ein bisschen niedrig. Sieht gar nicht die Palz, sehe ich gerade. Die Palz, die Pokebälle. So. Wie gesagt, man kann das ganze Spiel im Koop spielen oder halt auch alleine, wenn man will. Oh, einen nehme ich noch mit, so. Hier ist meine Werkbank. So, haben wir eigentlich noch. Ja, wir haben noch einen Punkt. Machen wir mal Angriff. Und gleich mal ein paar Werkzeuge herstellen. So, erhalten. So. Und jetzt, was wollen wir herstellen? Stoffkleidung. Stoffkleidung. Wo haben wir denn Stoffkleidung? Das ist hier, da muss ich noch ein Level steigen. Ah, das geht nicht. Das geht auch nicht. Ah, das ist gleich angenehmer. Oh, man kriegt sogar Steinpalladium. Palladium heißt das, nicht Palladium. Palladium ist was anderes. Ah, mein Gewicht haben wir 188. Ja, okay. Haben wir eigentlich eine Anzeige, wie weit unser Level ist? Oh, Bett. Wie viele Punkte habe ich denn eigentlich? Ach, 10. Oh, ich habe 10 Punkte. Bogen. Dann können wir auch.
Bauwerk, Gegenstand, gut. So, nehmen wir mal Holz noch mit. Ist auf jeden Fall ein schön ruhiges, gemütliches Spiel. Kämpfe können natürlich auch anstrengend werden. Bin auch der Meinung, dass Nintendo die einfach nur verklagt, weil die erfolgreicher sind und nicht selbst auf die Idee gekommen sind. Oh, jetzt bin ich überladen. Wir könnten jetzt auch schon, glaube ich, anfangen, Häuschen zu bauen. Oh, die Box sollte man ja auch bauen, gell? Stell es mal hier hin. Genau, er macht jetzt mit und wenn ich es abbaue, geht es viel, viel schneller. Genau. Pallbox managen. Lagerverbesserung. Bau Holz oder ein. Was machst denn du? Er fängt schon gleich an zu sammeln. Wir können die natürlich auch Befehle geben. Na, dann machen wir. Holztruhe können wir auch mal bauen. Können wir das Sachen reintun. Tun es mal hier hin. Drehen ist R1. Hier rum ist, glaube ich, egal. Oder ne, ist so rum, glaube ich. Wer gleich angerannt kommt. So, öffnen. Können wir gleich mal die Steine reintun. Ja, wobei, ich weiß gar nicht, nehme ich das jetzt aus der Kiste raus? Da haben wir noch ein Lagerfeuer. Ja, ich kann es auch gleich von der Kiste rausnehmen. Level 4, na endlich. Technologie, Stoffkleidung. Normales Schild, eine Waffe. So. Und rüste sie aus. Wir müssen das herstellen, ne? Stoff. Wolle. Jetzt ist die Frage, wo kriegen wir Wolle her? Gibst du Wolle? Ja, er gibt Wolle. Wie er gleich angreift. Achso, ich muss ja Stoff herstellen. Aber ich brauche noch mehr Wolle. Eigentlich schon ganz schön fies, oder? Und sogar Fleisch kriegt man, okay. Das geht jetzt. Ach, ich kann auch arbeiten. So, und dann können wir jetzt das herstellen. Zack. Und erhalten. Jetzt haben wir unsere Stoffkleidung. Greife auf deine Pallbox zu und rufe ein Pall ins Lager. Ist doch schon. Okay. Öffne mein Inventar und benutze mit Dreieck Essensgegenstände, um Hunger zu stillen. Das haben wir ja schon gemacht. Wenn du ein Level absteigst, öffne mit deinem Inventar und versuche deinen Status zu verbessern. Das hatten wir auch schon gemacht. Hier gehe ich nochmal auf Angriff. Fange 5 Lampball ein und erhalte Erfahrungspunkte als Bonus für deinen Pallbox-Einsatz.
Spaldex. 5 Lambalz, okay. Aber ich würde jetzt erstmal gucken, ob ich mir ein kleines Häuschen bauen kann. Da, Holzfundament. Nur so eine kleine Mini-Hütte oder so. Stelle ich dich hin. Schauen wir mal hier ein. Oh, kann man das nicht irgendwie? Bau in Folge. Ah, Dreieck. Da machen wir 3 lang. Zack. Und wie viel Platz haben wir? Ah. Oh, das reicht. Machen wir Wand. Zack. Zack. Kein Holz mehr. Scheiße. Langsam echt dunkel. Zack. Hier nochmal Fenster reinbauen. Da eins hin. Hier eins hin. Tun wir die Tür hin? Ich würde sagen, hier hin. So. Jetzt haben wir hier schon ein kleines Häuschen gebaut. Brauchen wir noch Dach. Na. Hallo? Schräges Holzdach. Passt nicht? Nicht mit Bauwerk verbunden. Ah, du brauchst einen Boden dafür. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Müssen wir das Holzdach nehmen? Kann man es auch irgendwie abreißen? Hm. Kann man ja später noch eine zweite Etage draus machen. Kein Holz. Ah. Habt ihr eigentlich was in die Kiste getan? Ein Holz. Oh. Was ist hier? Okay. Ich kann jetzt auch meine Pallbox verbessern, sehe ich gerade. Das können wir ja mal machen. Dadurch haben wir maximal mehr Arbeiter und Anzahl möglicher Lager. Zack. Baue ein mieses Bett. Aber wir waren ja hier noch nicht fertig. Nein. Doch. So. Jetzt gehen wir Bett machen. Oh, ist hier gar nicht. Das können wir, glaube ich, gleich so machen. Wir brauchen Wolle und Holz. Fasern haben wir schon. Hell war dunkel. Bist du meins? Scheint so. Also mein Pall kann ich nicht kaputt machen. Hä? Ach, die sind schon kaputt. Lol.
Die Linie zeigt übrigens an, wie weit wir bauen können. Kann auch schon Fleisch noch mitnehmen. Sind noch welche? Nee. Reicht das schon? Ja. Der Besucher ist wieder gegangen. Welcher Besucher? So, jetzt können wir unser Bett machen und können das Lager dann noch einmal verbessern. Was ist denn hier los? Achso. Er macht Stein. So. Bett. Ist aber nicht gerade, oder? Egal. Einfach so geht, ein Bett zu bauen. Zack. Mission erledigt. Du kannst deine Ballbox verbessern. Machen wir das mal. Ups. Baue Futterdruck, baue Pall, Strohbett. Drei Stück. Das haben wir, glaube ich, auch schon, oder? Da. Damit die Pals natürlich auch schlafen können. Tue ich denn das hin? Ja. Ich habe kein, was ist das? Kein Holz mehr. So eine Nacht geht ganz schön lang, hä? Das ist halt ein Survival-Spiel mit Pokémon. Gleich noch den anderen hier. Kann ich gebaut werden? Ah, jetzt war zu nah. Ja. Das ist schon witzig. So, wir können jetzt mal das andere Pal noch mit ins Lager tun. Ich meine, da macht er eh schon mit. Aber ist okay. Wer bist du? Was annehmen? Ach, anheben? Weg! Was muss man noch machen? Futterdruck. Müssen wir, glaube ich, noch Feuerbogen. Wir haben halt sogar. Oh, wie weit geht's eigentlich? ...55 Level. Raketenwerfer. Wahnsinn. Ist natürlich auch ein Spiel, was sehr zeitintensiv ist, ne? Unser Baugrundstück ist vergrößert worden. Okay. Was machst du da? Okay.
Können wir eigentlich. Ah, einfach nur Dreieck geht's natürlich auch. Das tun wir mal rein. So, jetzt habe ich wieder Platz. Ups. So, wir schweifen mal kurz. Oh, jetzt liegt alles dann rum, wenn die's. Die sammeln das immer einzeln ein. Das ist schon krass. So, da drüben ist ein Turm. Da ist einer. Und ich vermute mal, umso weiter man nach Westen geht oder nach Norden, wird das Spiel natürlich schwerer von Gegnern her. Ja. Gut, Leute, ich würde sagen, das soll das mal gewesen sein mit meinem Einblick. Wie gesagt, es wird wahrscheinlich eventuell nächste Woche noch ein Video mit Venom dazu geben. Dann vielleicht schon, wenn wir schon ein bisschen weiter sind. Schauen wir mal. Und das soll erstmal der Anfang sein von Palworld. So ein kleines Reingeschaut. Und in dem Stream geht es gleich weiter mit Throne and Liberty. Bei YouTube wird es natürlich dann ein extra Video werden. Und da würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr da auch reinschaltet. Und ich würde sagen, bis dahin. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.